Eurovision Groupie und Eurovisionen hat heute Stuart Barlow hier im Pressezentrum. Stuart, was machst du beim Song Contest? Ich habe fast 6 Monate lang eigentlich als Showproducer gearbeitet, jetzt nicht mehr. Vielleicht reden wir ein anderes Mal darüber. Und jetzt bin ich für die Sendebücher, für den Abläufen, für den Moderatoren zuständig. Du hast Erfahrung, wir kennen dich von Düsseldorf. Genau, in Düsseldorf, in Baku, in Malmö, in Kopenhagen und in Wien war ich Viewing Room Producer. Das heißt letztendlich für alle Teile der Competition Act zuständig. Wann wurdest du angesprochen hier? Vom ukrainischen Fernsehen oder von der EBU? Wie läuft das ab? Ich wurde direkt von Victoria Romanova angesprochen ich glaube, es war Ende September. Ich war auf einem anderen Dreh und habe einen Anruf gekriegt und habe mich einerseits sehr darüber gefreut, auf der anderen Seite war es mir schon klar, das wird ein harter Ritt. Eine Herausforderung. Kann man sagen. Das Logo, das wir hier überall sehen, diese Kette, ja. Mit der hast du auch zu tun. Genau. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich angefangen habe, mit Victoria und Alexander zu arbeiten, war, ich gesagt, wir brauchen Identität. Und wir haben lange darüber geredet, wir haben auch darüber gewitzelt. Ein Vorschlag war, Life is Pain, Welcome to Ukraine. Fand ich sehr schön. War vielleicht nicht ganz ernst gemeint. Und da haben wir gemeinsam relativ schnell Entscheidungen getroffen, dass wir nur ukrainische Agenturen ansprechen, weil hier ist viel, viel Kreativität. Ganz, ganz tolle Werbeagenturen, kreative Agenturen. Und dann habe ich ein Pitch-Dokument geschrieben. Und wir haben, glaube ich, mit 11 oder 12 Agenturen dann einen Open Pitch gemacht. Ich glaube, insgesamt hatten wir wahrscheinlich 20 Vorschläge. Und das hier, unser Namisto, Namisto ist so eine traditionelle Halskette, auch Korali genannt, weil die aus roten Korallen sind. Und die Jungs kamen damit rein und ich habe gesagt, Jungs, ihr wollt nicht den Pitch gewinnen, oder? Und ich habe mich angeguckt, so wieso? Und ich habe gesagt, weil ihr seid einfach mit irgendwas reingekommen, der cool ist, grafisch ist, das ihr geil findet, aber es ist nicht so eine klassische, fluffige Eurovision-Logo. Und die haben gelacht und lass uns einfach so sagen, es war ein sehr, sehr langer Prozess, viele Entscheidungsträger und ich habe lange Zeit gedacht, wir kommen nicht mit meinem Liebling durch. Ich finde es einfach so schön, weil es ist ungewöhnlich, es ist sehr grafisch, es ist sehr cool und die meisten Eurovision-Logos, die sind als Fernsehlogo, sind die sehr gut, aber sobald man die auseinanderzerrt, für Druck, für ich meine, wir benutzen das, wie man sieht, überall, dann funktionieren die nicht so gut. So, obwohl ich diese Pusteblume letztes Jahr, ich fand das schön, aber nur im Fernsehen, als es lebendig war. Und wir haben immer gesehen, dass es ganz, ganz viel Potenzial hat und ich bin sehr, sehr froh, dass wir da hingekommen sind. Mit dem Slogan, das war ein langer, steiniger Weg. Ein langer, steiniger Weg. Willst du dazu noch was erzählen? Nein. Nein. Es ist okay. Natürlich, es gibt besonders in so einem Land, es gibt auf einer Seite, es ist eine sehr offene, europäische, liberale Land, auf der anderen Seite ist es ein bisschen post-sowjetisch noch und viele Leute versuchen Einfluss zu nehmen auf so ein riesen Prestigeprojekt. Wir vermuten mal, dass es eine gewisse Divergenz zwischen der jungen kreativen Szene und der Bürokratie und den Entscheidungsträgern vermutlich sehr in schön so einem formuliert. Land gibt. Okay. Löwen geführt von Eseln, sag ich das manchmal. Gut, vertiefen wir das Nein. dann lieber nicht weiter. Genau. Kannst du uns was verraten, was uns bei den 3 Shows nächste Woche so erwarten wird? Wird es wie in Russland mit Militäraufmarsch und Kapellen und Trachten? Wird es modern? Modern wird es auf jeden Fall. Es gibt ganz, ganz tolle Performers aus der Ukraine. Ich weiß nicht alles, das heißt, ich
kann es nicht 100% beantworten, deine Frage. Aber wir haben eine fantastische Elektrogruppe, drei Mädels in metallener Kleider, gemischt mit einem traditionellen Orchester. Das wird ein absoluter Highlight. Onuka. Das ist im Finale, glaube ich. Ne? Im Finale, genau. Wir haben ein paar Mal Jamala, ganz, ganz unterschiedliche Lieder. Natürlich haben wir 1944 eine neue Version, aber auch eine sehr, sehr schräge Nummer von ihr, worüber ich mich sehr freue. Wir haben tolle Contemporary Dance und wir haben eine Orgie von ukrainischer Folklore gemischt mit Eurovision-Lieder, wo zwei von unseren wunderbaren Moderatoren auch mitwirken. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich denke, die Ansprüche an die Moderation sind natürlich gerade nach Stockholm extrem hoch. Mhm. Wie hat das geklappt? Es ist ja ein absolutes Novum mit den drei Männern als Moderatoren. Mhm. Es war nicht geplant. Das war definitiv nicht, wonach wir gesucht haben. Ich habe letztendlich alles, was glaubt, moderieren oder Englisch oder beides, Englisch sprechen oder beides zu können, vor der Kamera gezerrt. Und dann habe ich einfach gemerkt, diese Jungs sind nicht das, was man erwarten wird. Ich weiß, wenn ich zu Hause sitzen würde in Deutschland, Samstagabend Eurovision anmachen, erwarte ich einen steifen osteuropäischen Moderation mit einem Stock drin, so Good evening, welcome Ukraine. Meine Jungs und ich, wir witzeln darüber. Die sind alles andere als das. Wir haben super englische Autoren. Der eine, Al Warrell, hat schon bei Junior Eurovision in 2013 die Sendebücher geschrieben. Und wir haben viel Spaß, wir bringen schon Humor rein. Wir bringen manchmal versteckte Humor rein. Ich glaube, der Edward aus Schweden ist ein absolut Vorbild, was das angeht. Die es hören wollen, werden merken, dass wir manchmal ein bisschen ungezogen sind. Aber die es nicht merken, wird es nicht wehtun. Ah, sehr schön. Klingt spannend, auf jeden ja, Fall. Ja. Und das ist das, womit du wahrscheinlich jetzt in den letzten Tagen am meisten zu tun hast. Genau, ich muss gleich los, weil wir haben nochmal ein Table Reading, wie wir das nennen, wo wir alle gemeinsam da sitzen und üben, wie man Lines bringt und ändern Sachen, dass die Jungs das besser sagen können. Weil ich habe die gestern gesagt, ich finde rein persönlich ein Osteuropäer, der fast perfekt Englisch spricht, der ist mir ein bisschen unheimlich. Und einer, der schlecht Englisch spricht, auch. Und die sind genau da in der Mitte. Die sind mit Englisch zu Hause. Die können wirklich damit spielen. Aber die sind sehr ukrainische Jungs, immer noch. Und die sind verdammt hübsch. Gut. Hinter unserer Kamera steht Michael von Eurovision Groupie. Hast du noch eine Frage? Nö, alles perfekt. Danke, danke. Ja, dann sagen wir ganz herzlichen Dank für den Einblick in deine Arbeit und wünschen viel Erfolg. Danke. Wir freuen uns. Dankeschön. Bye-bye.